Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ranger Helper Band Challenge. Im letzten Part passierte Folgendes, und zwar konnten wir endlich die Mission in Sommerling abschließen. Dort hat ja die Power Rock Bande ein bisschen gewütet und wir konnten immer das Quacksal von Percy wieder retten. Und nun sind wir wieder zurückgekehrt und nun geht's um Folgendes. Die drei hier haben sich ja beraten, sowohl Spencer, Joel als auch Professor Hastings. Und zwar geht es natürlich darum, was die Power Rock Bande hier aktuell so treibt. Wir haben dabei eine neue Mission erhalten. Und zwar erinnert ihr euch ja noch daran, als wir Hastings hierher gebracht haben, dass da noch viele Steinschläge stattgefunden haben im Cockertunnel. Und die sollen wir jetzt wiederum beseitigen. Das hat bisher noch keiner gemacht. Also geht's los mit Achtung Steinschlag, Mission 5. Geiler Übergang. Sehr schön. Und wie auch gesagt, wartet da bereits ein Ranger auf uns. Wir sollen das zusammen mit diesem Ranger machen. Und ich ahne bereits, wer das sein könnte. Und nein, es geht hier nicht um Solana, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, muss ich sagen. Wir waren auch schon lange nicht mehr hier, muss ich sagen. Na gut, wir müssen nur schauen, was wir hier machen können. Und da ist sie auch schon. Aria. Mit einem Hariyama. Und plopp. Das war's. Vielen Dank, Hariyama. Zu dieser Mission sage ich übrigens gleich nochmal was. Einen Moment. Oh, Capco, bist du der Ranger aus Ringstadt, der mich begleiten darf? Mir scheint diese Aufgabe nicht gerade als eine, die die Aufmerksamkeit von uns beiden erfordert. Ich habe schon einen guten Teil erledigt. Du kannst den Rest übernehmen, oder? Toll. Wieso lässt sie uns über die Arbeit machen? Verstehe ich auch nicht ganz. Es sind nur noch drei Hindernisse, die aus dem Weg geräumt werden müssen. Ich bin mit dem Fall der Power Rock Bande sehr beschäftigt, also überlasse ich dir diese Sache hier. Toll, wir sollen das zusammen machen. Dankeschön. Oh, ich höre was. Ein Dick da. Meins. Neues Pokémon und so. Es war vorher nicht da. Dann holen wir uns das einmal. Und das ging schnell. Wir müssen nur aufpassen. Bei Dick da ist es so, das muss man recht schnell fangen. Ihr seht schon. Dick da, ist er so gebaut, dass es sich hier durch die Erde buddelt. In der Zeit können wir es nämlich nicht umkreisen, weil es dann nicht zu sehen ist. Deswegen muss man sich da etwas beeilen. Da ist, glaube ich, noch eins, ne? Jo. Was ich sagen wollte, ist Folgendes. Und zwar geht es natürlich darum, dass man diese Steinstücke nur mit diesem Hariyama auslocken kann. Auslocken oder zertrümmern kann, besser gesagt. Ihr wisst ja, Rizoros war zum Beispiel so ein Pokémon, was man dafür nutzen konnte. Einen kleinen Stein haben wir bisher noch nicht gefangen, ne? Mach ich mal eben schnell. Das Blöde dieser Mission ist, und deswegen gefällt es mir jetzt nicht auch nicht so gut. Diese Hariyama sind recht schwer zu fangen, wie ich finde. Also recht nervig. Weil die können immer recht schnell angreifen und da braucht man recht viele Kreise. Das macht es nicht einfach, sie zu fangen. Und wir brauchen drei Stück, vor allen Dingen, weil hier noch drei Hindernisse sind. Oh, guck mal, klein schon, was ich einfach so... Nicht du, das andere. Was ich einfach so... zusammengewürfelt hat, besser gesagt. Und oh, wo sind wir denn hier? Hallo. Pokémon, da go, go! Hier schon wieder. Du bist sehr in Eile, bleib trotzdem kurz stehen. Das kennen wir doch schon. Jedenfalls die Hariyama zu fangen, das wird doch etwas anstrengend eventuell. Da werde ich mal gucken, wie schnell ich damit fertig bin und dann ist auch die Mission hier beendet. Aber empfand ich damals als recht nervig. Da fand ich den anderen recht um einen gespannter. Hast du uns erst gehört? Willst du nicht mehr gehen? Yay! Das ist die Frage, warum das Ganze nochmal? Bei diesem wilden Rhythmus wackeln die Wände. Trommel. Blum. Und diese Melodie spricht mehr als 10 Bände. Oh yeah. Wo holen ich immer ihre Musikinstrumente raus? Ich meine, die sieht mir ja gar nicht. Wer uns nicht kennt, wird uns bald kennenlernen. Magnus, Gideon, Björn, Angelina. Das Power Quartett ist die neue heiße Band unter den aufstehenden Popstars. Das kennen wir schon. Ein Name, einmal gehört und nie wieder vergessen. Das Power Quartett. Wie eigentlich funktioniert diese E-Gitarre ohne irgendeinen Anstecker? Also im Sinne von ohne Strom in irgendeiner Form und Stecker und was sicher noch alles, was dazu gehört. Keine Ahnung. Diesmal haben wir richtig gerockt, oder? Ne, ist ja auch egal. Wir haben gehört, dass die Ranger-Vereinigung hier im Cockertunnel herumstöbert und das wollten wir uns natürlich mal ansehen. Und wen finden wir hier? Unsere alte Bekanntschaft aus dem Dschungel bei Sommerlingen, die damit beschäftigt ist, Steinchen wegzuräumen. Ist das dein neuer Nebenjob? Irgendwo in diesen Höhlen schläft ein legendäres Pokémon. Kennst du dieses Gerücht? Es ist genau die Sorte Gerüchte, die mich begeistern. Dich etwa nicht? Natürlich haben gewöhnliche Ranger keine Chance, die Kontrolle über ein solches Pokémon auszuüben. Ihr Ranger solltet euch mit auf das konzentrieren, was ihr könnt, im Dschungel mit einem Quacksal zu fangen spielen. Oder aber hier Steinchen putzen. Das ist doch auch ein toller Zeitvertreib, oder? Das hat gesessen. Gideon ist ein Meister darin, die Leute mit dem leisen Wort herunterzuputzen. Okay, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Jedes seiner Worte ist ein direkter Treffer. Und beim Kontrollieren von Pokémon macht der Power Bonder auch niemand mehr etwas vor. Wir haben ja auch endlich die neuen Fangcoms. Jetzt können wir dutzendweise Pokémon fangen und sie dann kontrollieren. So streichen wir die dicke Kohle ein. Ach, darum geht's denen. Ganz fertig ist er noch nicht, Björn. Er ist immer noch ein Prototyp. In erster Linie testen wir den Fangcom, aber du kannst dich schon mal auf den Tag vorbereiten, indem wir das endgültige Modell in unseren Händen halten werden. Ha! Und das ist alles, was du heute von uns zu hören bekommst. Und tschüss.
sind sie echt nett zu uns, muss ich echt sagen. Dankeschön für diesen wunderschönen Auftritt. Okay, dann suchen wir mal diesen Hariyama. Ich meine, einige Stellen hier in dieser Höhle haben wir bisher noch nicht sehen können. Wie zum Beispiel den Teil hier mit Magneton. Aber das nehme ich gerne mal mit. Haben wir mal ein Pokémon, was uns hier noch ein bisschen was aufheilt. Der Magneton ist recht gut, was Phantom heilen betrifft. Oder aufladen, sorry. Also warum nicht? Da müssen wir auch noch hin, glaube ich. Aber von der anderen Seite. Bam, 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 bam. So, Zeknofensa. Und, oh Mensch, die sind ja auch noch hier. Ganz toll. Was macht ihr denn hier? Ich suche nach einem legendären Pokémon, also geh mir nicht auf die Nerven. Sieht man, du stehst die ganze Zeit hier in der Ecke rum, ne? Okay, das könnte jetzt etwas nervig sein. Mit drei Kleinsten auf einmal. Rastet ruhig aus. Ja, du auch. Ja, das war knapp, okay. Ich habe es geschafft, immerhin zwei davon zu fangen. Den einen muss ich jetzt gerade kurz auslassen. Also ich hatte ihn bis eben noch mit im Kreis, aber bei einem Kreis habe ich ihn dann wiederum vom Kreis ausgeschlossen. Die gingen mir alle drei zu dritt sehr weit auseinander. Und das wäre blöd gewesen, hätte den ganzen Fangversuch unterbrochen. Wäre nicht so schön gewesen. Ist ja gut, muss ja nicht immer gleich alles so ernst nehmen. Meine Fresse. Ich gehe ja schon. Dann folge ich dir halt. Mal gucken, was da noch so auf uns wartet. Wieder dieser Höhlenbereich. Und ach ja, stimmt. Das hatte ich ja noch fast vergessen, dass wir das noch machen sollten. Mal hier. Ja, Macholo, komm du auf mich zu. Umso besser. Ich hätte dich ja noch eh fangen wollen. Hau zu, mein Freund. Hier gibt es noch viele Ecken, die wir noch gar nicht erkunden konnten bisher. Aber das werden wir heute hoffentlich mal erledigen. So. Wunderbar. Nehme ich gerne mit, obwohl, ja, Kleinstein genau dasselbe gemacht wahrscheinlich. Nee, ich brauche doppelte Zertrümmerkraft, okay. Na gut, was steht denn da überhaupt? Höhlenwand. Diese Feuchthöhlenwand würde durch einen Schlag in sich zusammenfallen. Naja, von mir anscheinend ja nicht. Und da flog eben gerade ein Konfusstrahl hier vorbei, kann das sein? Ich glaube schon. Na gut, na gut. So, wo bin ich jetzt hier? Aha, Ogeorok. Beeilen, bevor es sich zusammenkrault hier, wie auch immer. Denn dich brauche ich mal ganz dringend. Greif ruhig an. Oh, 10 Kreise. Aber es ist kein Problem. Du müsstest zweifache Zertrümmerfähigkeit haben. Und man hat übrigens gehört am Sound, dass dieses Pokémon recht schwer ist. Das finde ich sehr, sehr schön eingebaut übrigens. Wenn man ein sehr schweres Pokémon fängt, wie Georok zum Beispiel, dann macht es immer so ein komisches Geräusch, wenn sie dann hochflippen. So dieses Flupp. Etwas dumpfer grundsätzlich. Und du hast doppelte Zertrümmerfähigkeit. Wunderbar. Passt natürlich, wenn Kleinstein die einfacher hat. Und das heißt, wir können auch diese Wand da oben zertrümmern. Sehr, sehr schön. Ich müsste bis jetzt eigentlich auch alles erkundet haben, oder? Fehlt da noch? Das wollte ich jetzt nicht. Georok. Finde ich hier ein. Und Quappo gibt es ja auch noch. Quapuzzi meine ich, sorry. Quapuzzi meine ich jetzt, sorry. Das werden wir auch noch fangen. Nach Möglichkeit. So, aber was haben wir denn hier überhaupt? Kirlia. Schickes Pokémon. Endlich mal ein Psycho-Pokémon, was ich glaube ich teleportieren kann sogar. Beeilen. Bevor sie teleportiert, das wäre mir ein bisschen zu nervig. Okay, und das wird damit auch gefangen. Sehr schön. Schon 57 Einträge. Das kommt hier echt schnell immer wieder zur Geltung, wie schnell sowas steigt. Bisher müssen wir nicht alles erkundet haben, oder? Ich muss nochmal nachschauen. Moment. Ist halt nicht so ein langer Weg. Denn ich glaube, das ist jetzt nicht der optionale Weg, den wir gegangen sind. So. Jetzt bin ich hier. Aha, das ist der Anfangsraum. Oh. Ich sehe schon zwei Zubats und aha. Da sind zwei dieser Gesteinsdinger. Hier sind noch drei Zubats von diesen komischen Power-Typen da. Zu denen gehen wir mal gleich. Ich möchte mal gucken, ob ich da wirklich alles schon gesehen habe. Bevor ich den optionalen Weg immer zuletzt gehe, ist ja blöd. Ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Ne, okay, das war die andere Seite. Gut, mehr ist da nicht. Alles klar, ich bin zufrieden. Das waren erstmal die zwei, aber es fehlt ja noch ein drittes Hindernis, hat Aria gesagt. Ja, flieht ruhig, Quapsel, flieht! Ich würde doch erstmal sagen, wir fangen uns erstmal diese komischen Zubats da ein. Moment. Weil so kommen wir leider nicht an den vorbei, leider. Lässt mich in Ruhe, Macholo. Ihr werdet es gleich sehen, guck mal, da können wir leider nicht vorbei. Ich dachte, es wäre ein Pokémon, aber es ist ein Mensch und dazu noch ein Ranger. Du bist das perfekte Testobjekt. Dann lassen wir uns mal sehen, was diese Pokémon können, die ich gerade mit meinem neuen Fangkong gefangen habe. Ganz toller Typ. Klasse. Pokémon der Power Rock Bande. So. Ja, nur zwei Kreise. Wunderbar. Ging schnell. Da muss man aufpassen. Zubats sind ja nicht langsam. Bevor die gerade auseinandergehen, die standen alle so schön auf einem Fleck. Da muss man dann das mal schnell machen. Und die sind recht gefährlich mit dieser Konfusionsdings. Mit ihrem Konfusstrahl. Auch außerhalb des Kampfes. Und Macholo läuft also rum. Ist auch schön. Geht es hier Richtung Ausgang? Danke, man sieht sich.
Ja, dann mal tschüss. Jetzt habe ich schon wieder so viele Wege offen, ne? Aber das ist der Weg, den wir öfter schon gegangen sind. Ach Gott, was hat der denn da? Krebutak sogar. Okay, so viele Wege, Leute. Moment, Moment, wir schauen uns hier erstmal alles an. So viele Wege. Lauf noch in mich rein, du wolltest doch von mir fliehen, oder nicht? Ach Gott, das ist sogar bei dir im Bild. Aber ist mir egal. So, tschüss. So, da haben wir jetzt erstmal eine Sekunde und gefangen und was weiß ich noch alles. So, hier haben wir zuletzt Georok. Ja, ist wieder hier gelandet und da gibt es noch einen weiteren Typen. Wunderbar. Du bist ein Ranger? Was glaubst du, was du hier machst? Attacke! Immer wieder die drei im Pokémon, ne? Auch schön. Okay, die sind aber auch nicht gerade langsam. Aber stark und schnell. Sag mal, geht mir nicht auf den Sack hier. Nein! Ah, das wäre schön gewesen. Nein! Moment. So geht's. Ja. Nein! Na! Geht doch. Sehr schön. Huiuiui, da mache ich mal alle einzeln. Haben wir es auch zum ersten Mal gemacht, glaube ich. So. Alle auf einmal weg. Nein, ich bin nicht verärgert. Ich wäre sogar mächtig beeindruckt, wenn du es schaffen würdest, mich zu verärgern. Er ist verärgert. Wollen wir uns auf einigen? Jo. Jetzt müsste ich hier in diesem Teil sein, genau. Aufpassen. Hier gibt es Zubat und Kapuzzi leider. Und diese Zubat, die können angreifen mit Konfustrahl. Und das ist gefährlich. Nicht treffen lassen? Doch. Ich kam nicht weg. Wir haben Verwirrung abgekriegt. Das heißt, unsere Steuerung ist jetzt genau verkehrt herum. Lass mich in Ruhe. Okay, wenn ich mich jetzt rechts bewege, dann laufe ich nach oben, nach links, nach unten. Ach, jetzt ist sie weg. Okay, ich wollte gerade sagen. Und dann gehe ich mal hier rein. Und dann müssten hier die Hariyama sein, ne? Ja. Achtung. Das rennt hier sogar auf mich zu, aber es macht keinen Schaden. Okay. So, das erste Hariyama. Ich bin gespannt. Mal gucken. Greif mal an hier, mein Freund. Greif ruhig an. Moment. Das dauert ein bisschen. Okay, aber nur zweimal jetzt. Okay, hat funktioniert. Sehr schön. Auch ein recht schweres Pokémon, haben wir ja auch gerade am Sound gehört. Das ging jetzt sogar gerade mal, aber... Oh, sogar Level Up. Das ist normalerweise etwas anstrengend, wie ich finde, weil... Immer wenn die angreifen, dauert es eine ganze Weile. Habt ihr gesehen, wie lange er angegriffen hat? Das ist auch recht zeitaufwendig. Wenn du dich einmal verklickst oder so, weil du hast eben nur begrenzte Zeit, bis er wieder angreift. Und bei den Kreisen, die man ziehen muss... Ist es recht nervig, wenn man ihn dann plötzlich erwischt oder so und dann muss alles nochmal von vorne gemacht werden. Gerade wenn er so lange braucht, bis er seinen Angriff wieder fertig hat. Und deswegen empfand ich auch die Mission als recht nervig. Gerade damals als Kind. Ich hatte damals echt Probleme gehabt, diese Pokémon zu fangen. Oh, es sind zwei weitere. Und das Blöde ist, die kommen hier zu zweit. Moment, das machen wir anders. Obwohl. Moment. Obwohl, kriegen wir die zusammen hin? Das wäre noch viel besser. Moment. Greif bitte beide uns zweimal an. Ja. Jawohl, nice. Sehr schön. Richtiger Lauf gerade. Da hatten wir sogar ein bisschen Glück, weil es kann gut sein, ihr habt gesehen, die haben jetzt zweimal diese Nahkampfattacke eingesetzt oder so. Es kann auch mal sein, dass einer drei da hintereinander macht. Ihr müsst es so verstehen, einer macht drei Nahkämpfe, der andere macht nur zwei. Dann kann der andere noch weiterlaufen, wenn der andere zurückgeht oder sowas in der Art. Das ist dann immer recht nervig, aber es ging gerade. Es ging gerade echt gut. Lass ich euch mal frei. Ich habe jetzt drei Hariyama. Sehr schön. Und die drei reichen, um diese Steinstücke dann einmal, naja, einfach die drei Gesteinsbrocken einfach zu zerstören, sagen wir so. Das sieht interessant aus. Ich brauche einen Wirbelsturm dafür, das werde ich hier so nicht finden, leider. Leider. Vorsicht, die sind Zubat, die sind echt nervig. Kapuzzi, du bist mein! Kapuzzi, bleib hier, so. So, jetzt habe ich noch drei andere Zubats bei mir im Bild. Vier Pokémon, aber ist mir egal. Moment, ja, Kapuzzi, greif mal an. Ich wollte echt nur das Kapuzzi fangen, mehr ist es ja nicht. Oh. Ja, so schnell geht das hier. Und Kapuzzi greift auch recht lange an, aber es ist kein Problem. Flop. So. Hauptsache, ich habe das Kapuzzi gefangen. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich möchte nur ein Verzeichnis haben. So, aber das ist ja auch geklärt. So, sehr schön. Doppelte Wasserattacke, sehr schön. Jetzt darf ich nur vier Pokémon entlassen. 9 von 5, das ist, glaube ich, doch etwas viel. So, Zusatz brauche ich nicht und Kapuzzi brauche ich auch nicht. Bom, bom, bom. So, tschüss ihr alle. Ihr könnt ja maximal bis... Hallo? Lass mich in Ruhe. Maximal bis zu 7 Freunde haben, wenn wir dann Rang 10 erreicht haben, meine ich. Und dann... Ja, wäre es das auch schon. Dann haben wir alles Maximum und dann könnt ihr auch nicht mehr haben, meine Freunden. Da geht's schon zum Anfang. Da wollte ich noch gar nicht hin. Wir machen Folgendes. Wir gehen wieder zurück zu den Raum. Wo wiederum... Hallo? Nicht von Eingang, bitte. Wo wiederum die Steinschläge waren.
Wir haben bisher nur zwei gesehen, es gibt noch einen weiteren. Den sehen wir uns noch an. Einen Moment, das haben wir gleich. Das ist der Anfangsraum, ne? Mach dir Tilo, geh weg. Ha, was? Wieso? Manno. Jetzt habe ich mich sogar treffen lassen. Ich bin ein Gott. Dabei hat es sich nur selbst ein bisschen um sich gedreht. Ich bin so gut, Leute. So, lass mich in Ruhe, bitte. Sag mal, Rollo, lass mich in Ruhe. Okay, wir werden gleich wahrscheinlich wieder einen Fangversuch starten dürfen. Freue ich mich. So. Das ist dazu. Ich finde es echt schön, dass wir Hariyama so schnell gefangen haben. Sogar die zwei auf einmal. Was auch so ein kleines Problem war normalerweise. Und hier gibt es sogar Weberak und die tauchen einfach auch noch auf. Toll. Aber die haben wir. Es ist nicht nur eins, es sind vier. Es sind fünf, stopp. Es sind fünf. Moment. Lass mich gehen. Stopp. Gott, so viele Pokémon hier. Hariyama, Nummer 2. Bitte Nummer 2 Steinschlag erledigen hier. Dass da 5 Weberak auf einmal rauskommen, das wusste ich aber auch noch nicht. Wären es jetzt 10? Gottes Willen. Ich bin gespannt. Die sind einfach so gespawnt, ne? Nee, okay. Viel zu viele Mons. Aber hier war nichts mehr, ne? Da war, haben wir angefangen, aber hier ist nichts mehr gewesen. Okay. Das passt so. Bum, 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 bum. Lass mich doch mal in Ruhe. Geht. Du auch. Oh Gott. So, jetzt habe ich wieder 3 im Bild. Von dem Weberak. Ja, greift alle an. Ja, greif an. Ist ja gut. Ich brauche nur eins im Kreisen und ich kann abhauen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich gehe auch schon. So, hier draußen ging es ja wirklich nach draußen. Aber hier war ja nichts, ne? Aber wie gesagt, diesen Ort merken wir uns aber nochmal vor. Der ist ganz wichtig. Das fand ich damals sehr interessant übrigens. Carpador. Oh. Carpador Hype. Egal. Geh wieder rein. Ein Rüpel wartet anscheinend auf uns. So wie ich das sehe. Hallo, mein Freund. Na? Das legendäre Pokémon erscheint nicht. Es ist dunkel und ich habe Hunger. Und an dir reagiere ich mich jetzt ab. Mit den beiden Scheren-Pokémon hier oder Krebs-Pokémon. Greift euch an, Jungs. Ist kein Problem. Das ist doch ein Problem. Sorry. Wollte ich jetzt sogar mal durchziehen können. So. Ah, nicht direkt in die Fanglinie, bitte. Der macht sogar recht viel Schaden. So, da war ich schnell genug. Sehr schön. Das waren schon 5 Schaden. Das ist gar nicht mal wenig. Da muss ich aufpassen. Kributak hat echt viel Schaden gemacht, muss man sagen. Tschüss, ihr beiden. Ich suche mal ein bisschen Ärger und kriege einen auf den Deckel. Das bezeichnet man wohl als jämmerlich, oder? Ich würde dich auch so als jämmerlich bezeichnen. Definitiv. Magneto, mach du das mal. Ist eigentlich schon fast eine Verschwendung. Also, Magnetilo würde komplett ausreichen, um mich zu heilen. Ich glaube, Magnetilo ist ein Pokémon, was Stärke 1 von der Aufladestufe, Aufladungsstufe hat. Oder so, wenn man es so nennt. Ah, das ist der letzte Steinschlag. Und das heilt, glaube ich, 10 Punkte, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Es könnte auch 15 sein. Die Stufe 2 20 oder 25 und die Stufe 3 sogar 30 oder mehr. Meine ich zumindest. Müsste man mal testen. Wird aber eh nicht so weit kommen, weil ich nicht so, niemals so viel Punkte verlieren werde wahrscheinlich. Ja, neue Nachricht und so. Schön. Deswegen, wir werden es wahrscheinlich nie austesten, weil ich immer so gut bin, Leute. Mann Spencer an Capco. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass die Power-Rock-Bande im Kroka-Tunnel gesehen wurde. Bin schon auf dem Weg. Sobald du fertig bist, treffen wir uns an der Diktri-Statue beim Ausgang in Richtung Ringstadt. Ach, das sind wir direkt. Sehr schön. Wo hat das eigentlich gehört? Ich habe ihm ja nicht Bescheid gegeben, ne? Aber Aria vielleicht? Man weiß nicht. Gut. Und es ist sogar noch ein Magneton, aber es ist mittlerweile auch egal. Wir sind ja hier in der Diktri-Statue und fertig, oder? Oh, Angelina. Hallo, na? Mir reicht es jetzt endgültig. Hier gibt es kein legendäres Pokémon. Außerdem sind meine großen Brüder schon abgehauen. Und unsere Rüpel können auch wohl nicht Paroli bieten. Dann muss ich es wohl selbst in die Hand nehmen. Was denn? Hier kommt der Star des Abends. Kabarup, es wird Zeit für unseren Auftritt. Oh, Bosskampf. Darauf spielt sie auf der Videoni, ne? Okay. Kabarup, Hilfe. Riesenviech. Okay. Warst du nicht überrascht, mein Kamerad zu sehen, als ich anfing, auf der Violine zu spielen? Dieses ist kein gewöhnliches Instrument. Es ist ein instrumentartiger Fangkomm, den unser Boss extra für das Powerquartett gebaut hat. Für diesen Fangkomm benötigt man auch nicht euren selbstgefälligen Gerechtigkeitssinn. Dieser Fangkomm kontrolliert die Pokémon über Musikalität, Rhythmusgefühl und solche Sachen. Ups, das waren vielleicht einige Informationen zu viel. Ich bin jedenfalls bereit. Aber da du ja in jedem Fall verlieren wirst, darfst du dich in Ruhe auf den Kampf vorbereiten. Ach, das ist ja nett. Solltest du auch bereit sein, können wir aber natürlich auch gerne sofort beginnen. Tja, ich bin bereit. Was sollen wir machen? Wir haben volle KP. Ich nenne es einfach KP. Wir können es nicht mehr Punkte nennen. Oder Fangkomm-Leiste, wie auch immer. Und mehr als mich hier vorbereiten geht eigentlich gar nicht. Wir sind auf jeden Fall bereit.
Toll, jetzt läutet sie auch noch. Habe ich ganz klasse gemacht. Los, Kamerum, mach dem Ranger ein bisschen Feuer unter seinem Hintern. Ja, ich bin gespannt. Hätte ich auch einfach jetzt losgehen können und warten können, bis Benz auftaucht? Na gut, das kam auf der Power-Rock-Bongel. Mit neuer Musik. Richtige Bossmucke hier. Raste aus, Kamerob, so wollte ich das haben. So. Aber da war ich schnell genug, das war kein Problem. Ach ja, ich mag das Spiel. Aber irgendwie liegt mir das irgendwie auch, das Franchise. Ist einfach so. Dreifache Feuerkraft. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Kaliber. Muss man mal sagen. Das dazu. Aua, du bist wirklich gut. Wieso schießt du dich uns nicht an? Weil ich nicht dumm bin. Da kommt jemand. Es gibt Ärger, richtig viel Ärger. Aha. Ein Ausnahmeranger erschien plötzlich und hat uns alle in Rekordzeit aus dem Weg gefegt. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ihr Trottel, zuerst werdet ihr von diesem Ranger besiegt und dann noch einmal von einem anderen? Ein dritter Kampf wird wohl auch kein besseres Ergebnis einbringen. Das heißt dann also und tschüss. Aua, du hast mich umgerannt. Das hat weh. Und das war Spencer, natürlich. Es scheint, als hätte sich die Power-Rock-Bande zurückgezogen. Du sagst, sie haben nach einem legendären Pokémon gesucht. Wozu nur? Du hast in jedem Fall diese Mission erfolgreich absolviert. Lass uns nach Ringstadt zurückkehren. Okay, dann machen wir das mal. Mission geschafft. Und damit ist endlich auch der Part vorbei. Mal gucken, kann ich das jetzt irgendwie hier abbrechen? Na geil, auf jeden Fall geht's zurück nach Ringstadt. Auch schön. Dann sind wir. Wisst ihr was? Ich habe ja noch gleich Zeit zum Aufnehmen. Ich würde mal sagen, das war's für heute. In diesem Fall geht's weiter. Wir machen erstmal diesen Dialog zu Ende. Und dann kehren wir nach Ringstadt zurück und mal gucken, was wir da alles dann machen können. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.